Nutzungsuntersagung auf einen EU-Führerschein und verbotener Aufkleber D durchgestrichen. Darf eine deutsche Führerscheinbehörde einen Aufkleber, das D durchgestrichen, auf einen ausländischen EU-Führerschein aufbringen, wenn man erneut eine MPU erhalten hat? Wer ist der Straftäter? Die deutsche Führerscheinbehörde, die den Aufkleber aufgebracht hat, oder der Inhaber des Führerscheines, der den Aufkleber wieder entfernt hat? Diese Frage werde ich dir hier in diesem Video endgültig beantworten. Dranbleiben! Am Ende dieses Videos gibt es die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs genau zu diesem Fall. Hallo meine Freunde, zurück zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür. Aufgrund meines letzten Videos, ich bitte um eine Strafanzeige, Ende Mai 2024, so hat sich ein italienischer Bürger gemeldet, der genau zu diesem Zeitpunkt das Problem mit dem Aufbringen eines Aufklebers bei der Stadt Nürnberg hatte. Ich war schon öfters bei der Stadt Nürnberg, ich kenne diese Experten sehr gut. Hier habe ich zuletzt einem Kunden bei der Antragstellung zur Umschreibung eines EU-Führerscheines geholfen. Der Kunde war zuvor zweimal dort zur Antragstellung, erst alleine, dann mit Anwalt und jedes Mal wurden sie aus der Behörde hinausgeworfen. So, Führerschein umschreiben bei der Stadt Nürnberg. So, hier bin ich jetzt bei der Stadt Nürnberg. Wir haben jetzt einen Antrag gestellt. Die wollten wieder mal nicht entgegennehmen, wollten erst den Führerschein prüfen und dann soll man nochmal kommen. Was ein Blödsinn. Ich habe also dieser Sachbearbeiterin gesagt, wir stellen jetzt den Antrag, wenn alles in Ordnung ist, dann kriegt er den Führerschein zugeschickt, tausche Zug um Zug und das war's. Und wie es dann da weitergeht, ja, das werden wir bald sehen. Hilfesuchend hat sich der Kunde damals an mich gewandt. Ich kam vorbei, dass der dagegen wieder von vorne los, dass man den Antrag nicht entgegennehmen werde. Ich musste erst die Tür beim Dienststellenleiter im 5. Stock eintreten. Ja, aber dann ging es doch recht schnell. Hier mein Kunde, ganz exklusiv im Büro des Dienststellenleiters bei seiner ganz persönlichen Antragstellung. Was jedoch interessant war, ist und tief blicken lässt, dass die Stadt Nürnberg überall, in jedem Flur, in jedem Zimmer, dieses Plakat zur gewaltfreien Stadtverwaltung aufgehängt hat. Ich kann gut verstehen, dass bei dem einen oder anderen Bürger die Sicherung durchbrennt. Bei solch arroganten Besserwissern, unfähigen, dummen Sachbearbeitern, weit ab von Kundenfreundlichkeit und Bürgernähe. Damit ich auch weiterhin spannende, hilfreiche Videos zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür produzieren kann, so solltest du in jedem Fall dieses Video liken, meinen Kanal abonnieren und am besten noch die Glocke aktivieren, dann wirst du kein Video zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür verpassen. Ich habe meinem italienischen Neukunden den Tipp gegeben, nicht zu erlauben, dass der Aufkleber von der Stadt Nürnberg aufgebracht werden darf. Eigens für diesen behördlichen Vorgang hatte die Stadt Nürnberg eine rechtswidrige Erklärung vorbereitet, die mein Kunde unterzeichnen sollte. Aber wie bereits erwähnt, hat der Kunde überhaupt nichts unterschrieben. Stattdessen hat der Sachbearbeiter einen Vermerk in diese geforderte Erklärung geschrieben. Anführungszeichen. Herr Scapaletto verweigerte am 29.05. die Unterschrift, da er meinte, dass er sich strafbar mache, in Italien mit einem D durchgestrichenen Aufkleber versehenen Führerschein zu nutzen. Er erklärte ebenfalls, dass er mit dem Führerschein mit D nicht, also durchgestrichen, zum Anwalt gehen werde und die Stadt Nürnberg auf Urkundenfälschung verklagen werde. Wenn du Hilfe zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür benötigst, in spätestens 7 Monaten wieder legal fahren möchtest, dann schreibe mir eine E-Mail an eu-führerschein mit ue scout-logik.com oder versuche mich telefonisch unter 069 1753 6610 zu erreichen. Da haben dann die Amtsdeppen in den deutschen Führerscheinbehörden gemeint, sie können sich über Europarecht stellen und einfach mal so einen Aufkleber auf einen EU-Führerschein aufbringen. Ich habe zahlreiche Kunden, denen das ganz genauso passiert ist. In dem Video mit Jörg aus Delmenhorst zum Beispiel haben wir die Verkehrsbehörde, das Landratsamt Wesermarsch in Prag, zur Brust genommen, bei Gericht gewonnen, sodass diese den Aufkleber wieder entfernen mussten. Wir hätten das auch selbst machen können, aber wir wollten, dass die gleichen Amtsdeppen ihre eigene Unfähigkeit entfernen müssen. Das Video dazu findest du hier oben in der Jumpcard oder hier unten in der Videobeschreibung. Und so ganz nebenbei, im Falle von meinem polnischen Kunden Raphael, wo ich den Aufkleber vor den Augen des Dienststellenleiters der Führerscheinbehörde Neu-Ulm entfernt habe, es wurde eine Strafanzeige gegen uns beide erstattet. Gegen mich, da ich das Dienstsiegel entfernt habe, und gegen meinen Kunden Raphael, dass er diese Straftat zugelassen hat.
unfassbar. Das Amtsgericht Neu-Ulm hatte diesen Schwachsinn erkannt und nur nach wenigen Minuten sofort einen Freispruch entschieden. Wenn du ähnliche Probleme hast, dann kontaktiere mich, sende mir deine Dokumente. Ich werde eine Lösung finden. Man stelle sich vor, man hat auf seinem tschechischen EU-Führerschein dieses dumme D-durchgestrichen Aufkleber und fährt in Urlaub von Deutschland nach Türkei. Unterwegs an jeder Grenze muss man den Grenzbeamten erklären, in der Landessprache, was dieser unsinnige Aufkleber auf dem Führerschein bedeutet. Und kommt man dann zurück nach Tschechien in eine Verkehrskontrolle, dann wird man dort eine Strafanzeige wegen Veränderung von amtlichen Nachweisen erhalten. So, jetzt aber zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Hier die Presseerklärung. Das gesamte Urteil, auch alle Urteile zum EU-Führerschein, kann man auf der Webseite EU, also EU-Lex Europa, nachlesen bzw. recherchieren. Den Link hier in der Videobeschreibung. Oder du wartest noch, bis mein Buch Handbuch zum EU-Führerschein 2024, 20 Jahre Erfolgsgeschichte bei Amazon und hier bei mir direkt erhältlich ist. Das Buch wird am 8.10.24 erscheinen, genau an dem Tag, als wir in Tschechien in Karlovy Vary mit den ersten deutschen Fahrschülern gestartet sind. Hier nun das Statement des EuGH. Wenn du die Version als PDF zum Download bzw. zum Ausdrucken haben möchtest, dann schicke mir ein E-Mail. Wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen über einen Like, diesen Kanal abonnieren und noch besser die Glocke aktivieren. Dann wirst du kein Video zum EU-Führerschein und gegen die MPU-Willkür verpassen. In diesem Sinne, bis bald und tschüss, dein Führerscheintourist. Ciao, ciao.